Das ist unser Auto. Mit ihm werden wir von Slowenien aus über den Balkan fahren. Also, mit dem hier. Ja. Wir werden uns sehr nahe kommen, glaube ich, auf jeden Fall. Das ist original. Ist das überhaupt erlaubt hier? Darf man hier irgendwo wild rumsägen? Oder? Es ist nicht erlaubt, aber riskiere ich. Normalerweise kriege ich Strafe für das, aber ich riskiere wegen schlechter Situation, schlechtem Leben. Damit ich Essen haben kann. In Österreich als Deutscher bin ich was? Piefke, ja, ne? Oder wie? Ist ein Piefke, ja. Aber wir meinen das nicht so böse. Der Wiener raunst. Conchita weiß, wie sehr sie mit ihrem Erfolg die österreichische Gesellschaft durchgerüttelt hat. Auch wenn viele im Land noch nicht so weit seien, wie sie tun. Wo steht denn eurer Meinung nach Österreich, auch im Vergleich zu anderen Ländern? Gibt es hier großen Nachholbedarf? Als Frau spüre ich entweder dieses dauernde Sexualisiertwerden. Flirten ist also riskant im Iran, in jeglicher Hinsicht. Bei 60 Stundenkilometern geht es zur Sache. Hallo, wow, was hast du für ein Lächeln? José hat lange in der DDR gelebt. Seine Tochter ist immer noch in Deutschland. Seit Jahren hat er nicht mit ihr gesprochen. Zu teuer. Gib mir die Nummer noch mal, wir versuchen mal anzurufen. Ja? Meine Tochter? Ja. Worüber habt ihr geredet? 5 minutes been because... Sex. Was sagst du denn den Briten? Ihr spinnt? Are you crazy? No. Nein, das kann man nicht tun. Aber was denkst du? Ich glaube, die spinnen. Autopanne. Mitten in der ägyptischen Wüste. Die Sonne brennt bei 40 Grad. Keine Ahnung, ob die Ecke hier gefährlich ist. Super Ort, um eine Panne zu haben, was? Vielleicht kommt er gleich ein Taxi. Stundenlang fahre ich durch Lavafelder. Ist da Lava, Lava. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht und schon hat man Gullfoss fast für sich alleine. Von wegen. Der nächste Morgen lässt meinen Traum zerplatzen. Morning. So habe ich mir mein einsames Frühstück nicht vorgestellt. Schlange stehen am Wasserfall. Wir reden zunächst über Fußball, die Vorfreude und wie schön doch das Viertel sei. Der Vater will es uns zeigen, doch dann winkt er plötzlich aufgeregt. Die Stimmung wechselt. Ein paar vermummte Jugendliche sind mit unserem Besuch offenbar nicht einverstanden. Als die Kameras aus sind, bedrohen sie uns, schreien, dass wir sofort verschwinden sollen. Dann begleiten sie uns mit 3 Autos aus dem Viertel hinaus. Okay. Und die folgen uns. Okay. 1, 2, 3. Ich habe einfach Panik, ob ich in Zukunft pünktlich zum Krankenhaus komme. Ich kann doch nicht an jedem Grenzübergang Ewigkeiten warten. Bislang hatte ich beim Brexit immer an das große Ganze gedacht. An die Wirtschaft, Handelsbeziehungen. Aber jetzt, wo ich sehe, wie einer angespannt neben mir sitzt, merke ich, wie einzelne Schicksale darunter leiden. Das Problem mit dem Stress ist, er beschleunigt den Verlauf von Parkinson. Auf eine offene Grenze. Auf eine offene Grenze. Auf diesem Platz liegen Opfer, die nie identifiziert werden konnten oder nach denen nie ein Angehöriger gefragt hat. Der Ort zeigt, wie die thailändische Regierung mit dem Tsunami umgeht. Sie hat ihn weitestgehend vergessen. Feels strange to be, huh? Beim Fluchtweg habe ich auf jeden Fall freie Auswahl. Ich kann mich entscheiden zwischen 600 Meter nach rechts oder links. Oder aber wenn ich aus der anderen Richtung komme, dann bietet mir das Schild an 500 Meter in diese Richtung. Interessante dabei ist, der Fluchtort ist genau hier, 50 Meter von uns entfernt. In der bekannten Einkaufsstraße Istiklal-Chadesse haben sich inzwischen hunderte Demonstranten versammelt. Die Stimmung ist angespannt. Was machst du hier? Du hast doch gesagt, es sei zu gefährlich zu demonstrieren. Kurz hinter Berwick liegt die schottisch-englische Grenze. Ich zahle das letzte Mal mit englischem Pfund.
Und sofort gibt es dann die hier, die schottischen, britischen Pfund. What do you want, the English or the Scottish one? I'll have the Scottish. The Scottish? Okay. London ist einfach anders. Das merke ich an diesem Morgen. Ich bin sehr früh unterwegs mit der Tube. Noch im Schlafanzug. Das Gute ist, in London fällt das keinem auf. Und weg ist sie. Die Party ist im Stadtteil Hackney Wick. Ich treffe Anna an der Smoothie Bar im Katzenanzug. Sie erklärt mir, nirgendwo gibt es so viele Künstler wie hier in diesem Viertel. Doch die Zukunft des Stadtteils ist bedroht von Investoren. Doch als wir aus dem Auto aussteigen, spüren wir das Ausmaß der Armut. Es ist beklemmend. Ein kleines Mädchen fragt uns, ob wir ihr Haus besuchen wollen. Sie sei auch in Deutschland gewesen, bis ihre Eltern vor kurzem wieder abgeschoben wurden. Zurück in dieses Haus. Sowas mitten in Europa. Die beiden kochen mir einen guten, dünnen englischen Kaffee. Mir bleibt Zeit, mich an diesen Anblick zu gewöhnen. Es fällt mir schwer. Problem ist nur, hier sind nur Männer. Klassisches Missverständnis. Die vermeintliche Hochzeit ist eher eine Art Junggesellenabschied. Und ich habe Blumen dabei. Irritation auf beiden Seiten. Egal. Geschenk ist Geschenk. Voller Stolz erklärt er mir das Internet. Da gibt es eine tolle Sache, der heißt Immo. Da kann man seine Freunde auf der ganzen Welt sehen. Schau mal, das ist ein Freund vom deutschen Fernsehen. Dem zeige ich, wie das Internet funktioniert. Peggy. Hallo, Peggy. Ich bin dein Vater. Ja, cool. Ah, wie geht es dir? Wir müssen die andere eine unsere Telefon verkaufen, da wir brauchen eine guten Waschmaschine, bitte. Eine Nacht schlafen wie die Weltmeister, das will ich mir nicht nehmen lassen. Ein genialer Trick von Jens Eberl. Jetzt ist der Weg frei zum Tor der Franzosen. Jens Eberl ganz allein, das muss es jetzt sein. Eberl und Tor! Das ist ein Geschenk für dich. Für mich? Ja. Oh. Was heißt I love you my heart auf Albanisch? Du hast im Reime. Pfarrer Augustin versucht, sich in das Dorfleben zu integrieren, ist sogar Mitglied im Skiclub, obwohl er gar nicht Skifahren kann. Schau mal, wenn ich ein deutscher Landsmann singt. Der Mund hat doch nicht den Männer. Ich singe Liebe dich und dann fragst du mich, was für ein Tanzen dich, ich glaube, ich stehe auf dich. Andreas Gabayé ist jüngst durch sein Frauenbild und seine Bemerkungen zur Homosexualität aufgefallen. Ich finde, dass das vielleicht ins Schlafzimmer gehört. Tod für Amerika, rufen die Gläubigen in tiefster Überzeugung. Die Rufe wirken auf mich befremdlich und passen so überhaupt nicht zu den vielen offenen Menschen, die ich bisher auf meiner Reise im Iran kennengelernt habe. Schon nach wenigen Tagen merke ich, wie mir ganz selbstverständliche Dinge fehlen. Wenn ich hier leben müsste, ich würde es genauso machen. Ich würde auch versuchen, hier wegzukommen. Mir eine Chance suchen. Und das funktioniert? Yeah, absolutely. Nein, ich mach das nicht.